Hallo alle zusammen. Willkommen zurück zu Klimawandel nachgerechnet, heute Teil 8 zu Energiespeichern. Mein Name ist Gerald Schuller. Ja, die UN 2030 Klimaziele sagen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, müssen die CO2-Emissionen bereits 2030 um fast die Hälfte reduziert werden. Das wird hier in diesem Link nochmal gezeigt, kann ich mal öffnen. Hier ist die Seite der UN und ja, hier sieht man das in Englisch. Need to be cut by almost half by 2030, just 7 years away. Schon eine ganze Menge und auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, deswegen, was gibt's zu tun? Ziel ist eine Wirtschaft und Technik ohne fossile Energie. Also eigentlich ganz klar. Und ich will dem folgenden Ausblick bis 2030 geben. Ja, also was wir brauchen ist erneuerbaren Energien. Die Frage ist nur, was passiert, wenn es dunkel ist und wir nicht genug Energie haben. Die konventionelle Antwort ist darauf, wir brauchen Gaskraftwerke, die bei Bedarf schnell hoch und herunter gefahren werden können. Im Englischen nennt man das Peaker Plants, also Kraftwerke, die Spitzenbedarf abdecken können. Aber das wieder fossile Brennstoffe, also nicht so gut. Bessere Antwort ist, wir brauchen Stromspeicher, die sogar nochmal um Größenordnung schneller hoch und herunter gefahren werden können. Aber ist das machbar? Ja, das heißt, für erneuerbare Energien ist Speicherung erforderlich. Das ist, kann man hier sehen. Und das Fraunhofer-Institut ISE hat das mal ausgerechnet und für das Jahr 2030. Und erstmal gegenwärtig, 2021, haben wir eine installierte Leistung, Speicherleistung von 750 Megawattstunden. Aber für 2030 haben wir einen gesamten Speicherbedarf in Deutschland von 104 Gigawattstunden. Bis 2045 sind es 180 Gigawattstunden. Und sie sagen, davon können Batteriegroßspeicher einen erheblichen Anteil abdecken. Das kann man hier auch auf dieser Webseite sehen. Wenn wir da mal drauf gehen, ist hier dann, was ich gerade sagte, gegenwärtig 750 Megawattstunden. Und 2030 brauchen wir dann diese 104 Gigawattstunden. Ja. Ja, und die Frage ist, was kostet das? Das wird beantwortet hier mit diesem Levelized Cost of Storage. Das habe ich hier aus diesem Paper Projecting the Future of Levelized Cost of Electricity Storage Technologies vom Januar 2019. Da werden die Gesamtkosten berechnet, und zwar nicht nur gegenwärtig, sondern auch für die Zukunft bis über 2030 hinaus. Und diese Levelized Cost of Storage ist definiert als Gesamtlebensdauerkosten für die Investition in eine Stromspeichertechnologie, geteilt durch ihre kumulativ gelieferte Elektrizität. Und das schließt den Preis für den gespeicherten Strom ein. Daher ist dies der Preis, mit dem ein Speicherbesitzer die Elektrizität verkaufen könnte, ohne Gewinn zu machen. Ja. Und dabei werden die Kosten in Cent pro Kilowattstunde oder Dollar pro Megawattstunde berechnet. Das kann man hier sehen. Das Wichtige ist hier unten zu sehen, diese vier Plots. Hier sehen wir dann, der dritte Plot hier ist für Lithium-Ionen-Batterien. Pumped Hydro, das sind diese Pumpspeicherkraftwerke, meistens oben auf Bergen. Und die Kosten hier sind in US 2008, ein Dollar von 2018 pro Megawattstunde. Sind wir hier bei den Pumpspeicherwerken so bei 250 Dollar pro Megawattstunde. Bei Lithium-Ionen sind wir so ungefähr ab 2025 bei so 200 und dann darunter. Ähnlich hier Vanadium Redox Flow, das sind Flüssigbatterien. Flywheels sind Schwungräder und hier sehen wir, die sind sehr viel teurer. Dabei ist dann 1 Dollar pro Megawattstunde 100 Cent pro 1000 Kilowattstunden oder 0,1 Cent pro Kilowattstunde.
Die angenommenen Stromkosten für diese Plots sind 50 Dollar pro Megawattstunden oder 5 Cent pro Kilowattstunden. Das ist also der Produzentenpreis. Und nach 2025 können wir sehen, haben wir hier Lithium-Ionen-Speicher für unter 200 Dollar pro Megawattstunde oder 20 Cent pro Kilowattstunde. Pumpspeicher sind etwas höher, 259 Dollar pro Megawattstunde oder 25,9 Cent pro Kilowattstunde. Und Schwungradspeicher sind dann deutlich teurer mit 440 Dollar pro Megawattstunde. Ähnliches findet man hier auch in diesem Link in Abbildung 1. Das bestätigt also die Zahlen, die stimmen dann überein. Als Ergebnis sehen wir, Lithium-Ionen-Batterien gehören zu den günstigsten Speicheroptionen und die Kosten für Speicherung nähert sich dabei 15 Cent pro Kilowattstunden, also ohne die Kosten für die Elektrizität. Hier ein gutes Beispiel, was schon verfügbar ist, ist das Tesla Megapack. Das wird hier beschrieben in diesem Link. Und da steht, es sollen 40 Gigawattstunden jährliche Produktionskapazität erreicht werden und viele weitere Megafactories sollen dazukommen, zum Beispiel in Shanghai. Das heißt, eine Megafactory mit 40 Gigawattstunden jährlicher Produktion könnte den gesamten Speicherbedarf in Deutschland bis 2030 von 104 Gigawattstunden in nur etwa 2,6 Jahren abdecken. Also ist machbar und ja, das ist schon mal eine gute Sache. Hier sieht man auch die Preise, kann man also abschätzen so und vergleichen. Und das sieht man hier, wenn man auf diesen Link klickt. Hier sehen wir, wir haben hier ein Megapack mit 19,3 Megawattstunden und hat eine Leistung von 9,6 Megawattstunden. Und hier sehen wir auch zwei Versionen, eine mit 2 Stunden und eine mit 4 Stunden. Und das bezieht sich auf die Leistung, die es abgibt. Also hier, das kann die gespeicherte Energie schneller abgeben mit 9,6 Megawatt. Also nach 2 Stunden ist die Batterie leer bei dieser Leistung. Die mit 4 Stunden hat dann eine nur halb so große Leistung, und da wäre der Akku nach 4 Stunden halt leer. Die ist dann ein bisschen günstiger. Hier kann man sehen, das sind dann 8 Millionen Euro. Mit 2 Stunden haben wir dann knapp 10 Millionen Euro. Das klingt erstmal viel, ist aber gar nicht so viel für diese enorme Speicherkapazität. Wir haben ja auch noch Unterhaltskosten von 29.000 Dollar, was aber im Vergleich zum Preis für die Anschaffung kaum ins Gewicht fällt. Ja, also konzentrieren wir uns mal auf die 2-Stunden-Version. Hier 19,3 Megawattstunden, knapp 10 Millionen Dollar einschließlich Installation. Und das sind umgerechnet 517 Dollar pro Kilowattstunde. Und eine geschätzte jährliche Wartung von 29.000 Dollar fällt da also nicht so ins Gewicht. Ja, was ist das jetzt umgerechnet auf die Lebenszeit? Dafür müssen wir wissen, wie lange lebt dieser Akku, dieser Speicher. Und da habe ich diese Dissertation gefunden aus dem Jahr 2016 von der TU München, Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles, mit den 18650-Typ-Batterien von Tesla. Das sind also im Prinzip die gleichen Batterien, die dann auch in diesem Megapack verbaut sind. Und auch sonst recht ähnlich sind zu gängigen Lithium-Ionen-Batterien. Und da sind ganz interessante Vergleiche oder Ergebnisse. Hier auf Seite 127, da sieht man hier im Abschnitt 654 die langfristigen Lade-Entladezyklen bei 25 Grad. Und auf Abbildung 88 links sieht man, kann man dann erkennen, nach 2000 äquivalenten vollständigen Zyklen ist meist immer noch mehr als 80% Kapazität vorhanden. Das heißt, nach einer angenommenen Lebensdauer von 3 mal 2000, also 6000 Zyklen, ist dann immer noch 80 von 80 von 80% Kapazität, also 0,8 hoch 3 gleich 0,51 oder 51% Kapazität übrig. Ja, das ist also hier diese Seite aus der Dissertation. Und hier links
Dies ist der Graph. Und hier sieht man den horizontal die Equivalent Full Cycles, also die vollständigen Lade-Entladezyklen. Hier die relative Kapazität von 100% bis runter zu 80% hier. Und da sieht man hier, Worst Case kommen wir hier auf knapp unter 80%. Also das ist schon mal ganz erfreulich. Ja, gehen wir mal wieder zurück zu den Folien. Das heißt, hier nehmen wir einfach mal diese 6000 Zyklen an für das Tesla Megapack. So, machen wir es mal so. Wir haben hier diese 6000 Zyklen. Und nach diesen 6000 Zyklen haben wir also immer noch diese 50%, was so für stationäre Batterien reichen sollte. Und hier muss man auch die Lade-Entlade-Effizienz von Lithium-Ionen-Batterien mit berücksichtigen. Und das ist praktisch der Strom, den man durch die Speicherung verliert. Also man kriegt nicht ganz so viel raus, wie man reingesteckt hat. Das sind etwa 85 bis 95% des Stromes, den man wieder rausbekommt. Und diesen Verlust muss man auch noch auf die Speicherkosten aufaddieren. Das heißt, etwa 10% der Stromkosten, das wären hier 0,5 Cent pro Kilowattstunden, die für die Speicherkosten hinzugefügt werden müssen. Und das habe ich hier aus diesem Link. Ja, und das heißt, wir können dann mit einer durchschnittlichen Kapazität über die Lebenszeit von 75%, also das ist zwischen diesen 100% am Anfang und 50% am Ende, kommen wir also im Schnitt auf 0,75 mal 19,3 Megawattstunden auf 14,475 Megawattstunden. Und das führt dann zu Speicherkosten, also ohne diese Wartungskosten, von 10 Millionen Dollar und dann geteilt durch die gesamte Energie, die wir über die Lebenszeit dann aus dem Speicher oder durch den Speicher bekommen. 6000 Zyklen mal diese 14.475 Kilowattstunden plus diese 0,5 Cent pro Kilowattstunden. Damit kommen wir dann auf 11,5 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist recht günstig, denn das liegt bereits bei oder unter der für 2030 vorhergesagten Preisspanne. Das heißt, mit diesen Megapacks haben wir bereits jetzt diese günstigen Preise. Ja, jetzt können wir noch die angenommenen Strompreiskosten drauf addieren. Diese 5 Cent pro Kilowattstunden und dann kommen wir hier auf diese 16,5 Cent pro Kilowattstunden als Levelized Cost of Storage für die Tesla Megapacks. Ja, und das können wir jetzt vergleichen mit Gaskraftwerken. Da habe ich hier in diesem Wikipedia-Link Zahlen gefunden von 2020, also noch vor dem Krieg in der Ukraine, von ca. 15 bis 20 Cent pro Kilowattstunden. Also inzwischen dürfte schon deutlich drüber liegen. Und diese Preisspanne von 2020 ähnelt schon der des Speichers hier von 16,5 Cent pro Kilowattstunden. Aber er liegt wahrscheinlich jetzt schon deutlich drüber und steigt wahrscheinlich noch weiter, im Gegensatz zu den Speicherkosten, die sinken werden. Das heißt, es ist eine lohnende Investition schon, statt Gaskraftwerke gleich auf Speicherkraftwerke zu setzen. Die Batterien können sogar Gaskraftwerke einfach ersetzen, in denen sie installiert werden könnten. Hier ist so ein Beispiel für die Konvertierung von einem konventionellen Gaskraftwerk in ein Speicherkraftwerk. Kann man hier auch mal draufklicken, hier auf den Link. So, hier sieht man das Moss Landing Battery Storage Project. Und das wurde konvertiert. Hier muss auch noch irgendwo ein Bild sein. Schauen wir mal. Na, nicht so wirklich. Und ja, das ist eigentlich ein interessantes Projekt. Mit recht großer Speicherkapazität. Hier können wir sehen 1600 Megawattstunden, 400 Megawatt. Das ist sogar noch etwas ja, vergleichbar mit dem Tesla Megapack, aber die Speicherkapazität hier ist etwas mehr. Ja, also das ist eigentlich ein interessantes Beispiel, dass sich das auch lohnt. Das wird sogar noch hier, soll noch erweitert werden.
zu konvertieren. Ja, in Zusammenfassung, die elektrische Netzspeicherung mit Batterien kostet vergleichbar oder weniger als Gaskraftwerke. Die Netzspeicherung mit Batterien ist machbar, relativ billig und die Technologie ist da oder wird bald da sein. Und die Netzspeicherung ermöglicht somit eine vollständige Dekarbonisierung der Stromerzeugung. Es muss nur getan werden. Also ich denke, das ist schon mal ein ganz positiver Ausblick. Die Technik ist da, sie ist preisgünstig. In Zukunft ist es noch preisgünstiger, also es muss nur gemacht werden. Ja, und mit dieser eigentlich positiven Botschaft würde ich mich dann erstmal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.